Es ist eine enorm wichtige Einrichtung, der viele Menschen ihr Leben verdanken, das Rote Kreuz. Diese Organisation wird größtenteils von Freiwilligen unterstützt und am Leben erhalten. Bei der Ortsstelle Schlapping zum Beispiel sind es rund 80 Mitarbeiter, von denen 8 hauptberuflich tätig sind. Und da diese Einrichtungen auch mit hohem finanziellen Aufwand verbunden sind, veranstaltet die Ortsstelle Schlapping jährlich ein Frühlingsfest. Das hat sich zu einer Tradition entwickelt, dass wir speziell Ende Mai immer das Frühlingsfest machen. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, das wievielte Mal schon, aber sehr, sehr oft. Zum einen geht es darum, dass das Rote Kreuz wieder in der Bevölkerung Gehör findet, dass verankert wird, dass ins Bewusstsein gerufen wird. Zum anderen natürlich, um uns ein bisschen einen finanziellen Polster auch zu schaffen. Das ist selbstverständlich der Hintergrund. Und da sind eigentlich die meisten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Feuereifer dabei und arbeiten sie fest ein, also bis spät in die Nacht hinein. Ab Mittag spielt die Stadtkapelle Schladming. Natürlich wird auch fürs leibliche Wohl bestens gesorgt und Kinder vergnügen sich auf der großen Rutsche. Da dieses Frühlingsfest auch eine Leistungsschau der Rettung ist, erklärt uns Andreas Erlbacher, was sich in einem Rettungswagen alles befindet. Wir haben drinnen eine Trage für liegende Patienten bzw. einen Tragsessel. Das ist eben für sitzende Patienten. Wir haben auch noch 2 weitere Sitzplätze hinten drin, einen für den Sanitäter und einen für eine weitere Person. Wir haben drinnen einen Notfallrucksack, wo jegliche Sachen für Beatmung drinnen sind, für Diagnostik und so weiter, Verbandsmaterial, alles Mögliche. Sauerstoff haben wir hinten drinnen, einen Defibrillator haben wir drinnen, Absaugbereitschaft haben wir drinnen. Das sind eigentlich so mehr oder weniger die wichtigsten Sachen, was sie in einem Rettungswagen hinten drinnen primär befinden. Und auf junge Rettungssanitäter kommen dabei den unterschiedlichen Unfällen schon einige Herausforderungen zu. Ja, das kommt immer drauf an, was für ein Unfall das ist. Das hängt ganz davon ab, ob das Alter vom Patienten ist oft abhängig, weil Kindernotfälle sind natürlich ist eine von den schlimmsten Sachen, was man sich vorstellen kann. Aber natürlich Autounfälle, schwere Verkehrsunfälle sind natürlich auch immer sehr tragisch. Man kann da nie sagen, was da auf einen zukommt. Und da gibt es halt immer so... man lebt eigentlich mehr oder weniger ein, aber man ist nie abgehärtet von so Sachen. Also man kann einfach nie sagen, was kommt auf einen zu. Der nächste Schritt in der Ausbildung ist der Notfallsanitäter. Zuerst muss man die Rettungssanitäterausbildung absolvieren. Wenn man die positiv absolviert, das ist eine Ausbildung von ca. 180 Stunden, inklusive Theorie und ohne Praxis. Wenn man diese positiv abgeschlossen hat, kann man hergehen und sagen, ich mache die Einsatzfahrerausbildung nach einer gewissen Zeit. Und dann, sage ich, ist die Königsdisziplin die Notfallsanitäterausbildung, was über 480 Stunden umfasst, wo man die praktische Ausbildung im Krankenhaus machen muss. Die Ausrüstung des Notarzteinsatzfahrzeuges ist sehr umfangreich. Notfallmedikamente, verschiedene Gerätschaften, das fängt an von großen EKG zum Schreiben, Beatmungsmaschine, Absauger, Perfuser, noch kühlende Medikamente, was gewärmt gehören, verschiedene Schienungsmaterialien, also im Großen und Ganzen gesagt, einfach alles, was man am Notarzt, für den Notarzt draußen am Notfallplatz, für den Patienten braucht. Gefahren wird das Fahrzeug vom Notfallsanitäter, der Notarzt ist Beifahrer und eventuell fährt noch ein auszubildender Arzt mit. Die Bevölkerung ist sich des Stellenwertes des Roten Kreuzes bewusst. Es ist enorm wichtig und deswegen werden wir und meine Familie das Rote Kreuz immer unterstützen. Weil ohne Roten Kreuz, ich habe es selber schon erlebt, stehen wir daneben. Das ist ganz, ganz wichtig und es ist sehr erfreulich, dass so viele Freiwillige dabei sind. Ich finde, das Rote Kreuz ist extrem wichtig für die Allgemeinheit, weil jeder kann in die Lage kommen, dass er das Rote Kreuz in irgendeiner Form braucht. Sei es für irgendeinen Transport im Alter, für irgendwelche Transporte vom Altersheim ins Krankenhaus, retour. Und es werden auch Leben gerettet. Es gibt Unfälle und ich finde, das Rote Kreuz gehört extrem unterstützt, weil es jeder brauchen kann. Der junge Sanitäternachwuchs kann zeigen, was er bisher gelernt hat.
Aber da beim Roten Kreuz nicht nur gearbeitet, sondern auch gefeiert wird, gibt's zum Schluss noch einen Flashmob.